Geschätzte Medienschaffende, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Pressekonferenz betreffend Staatsvertrag mit Deutschland. Die Medienkonferenz wird folgendermaßen ablaufen. Ich sage ein paar einleitende Worte. Anschliessend wird Markus Traber, Chef vom Amt für Verkehr, Sie ins Thema einführen. Dann werde ich einen Kommentar aus regierungsrätlicher Sicht dazu abgeben. Und nachher erhalten Sie selbstverständlich Gelegenheit und Zeit, uns Fragen zu stellen. Und wir stehen auch für Interview zur Verfügung. Der Anlass und der Inhalt der Medienkonferenz ist, weil wir aufgefordert worden sind vom Bund für die Vernehmlassung zum sogenannten erläuternden Bericht des Bundes zum Staatsvertrag. Betriebliche Umsetzungsfragen sind nicht Gegenstand der heutigen Pressekonferenz. Die wird später in einer separaten Vorlage dann vorgestellt werden. Der Regierungsrat hat im RRB 738/2012 vom Staatsvertrag Kenntnis genommen. In der Zwischenzeit hat der Bundesrat Kantone aufgefordert, zum Staatsvertrag Stellung nehmen. Das ist im Rahmen der Vernehmlassung jetzt erfolgt. Bei der Vernehmlassung, ich habe es gesagt, geht es nicht um betriebliche Umsetzung, sondern um die Frage, ob Kantone dem Staatsvertrag im Ratifikationsverfahren zustimmen wollen oder wie sie sich dazu stellen. Ich werde nicht mehr länger und gebe das Wort jetzt am Markus Traber zu den Details des Vertrags. Ja, besten Dank, Herrn Stocker, geschätzte Damen und Herren. Ich werde in der Folge Ihnen einen kurzen Rückblick geben, was war die Ausgangslage, wie es zum Staatsvertrag gekommen ist, und anschliessend auch die wichtigsten Details kurz Ihnen erläutern. Ich gehe davon aus, dass Sie in der Regel schon Kenntnis haben von dem Staatsvertrag. Die entsprechenden Dokumente sind ja schon länger zur Verfügung gestellt auf dem Internet. Und ich gehe darum nicht allzu sehr in Detail ein. Ein paar Punkte im Rückblick sind aber gleich wichtig, um auch zu sehen und würdigen können, wie es jetzt zu dem Staatsvertrag gekommen ist und wie die Haltung des Zürcher Regierungsrats, wo der Regierungsrat den Stocker am Schluss hinein wird darlegen, eben auch zustande gekommen ist. Wenn Sie zurückschauen, dann gibt es ein paar wichtige Daten, die ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte. Das eine ist, dass wir schon jahrelang mit Deutschland gewisse Probleme haben in der Umsetzung der Nordanflüge. 1976 sind Nordanflüge eingeführt worden. 1984 hat es eine entsprechende erste Regelung gegeben, die dann im Jahr 2000 gekündigt worden ist. Man hat versucht, neue Regelungen zu finden miteinander. Ihnen allen sicher noch in Erinnerung ist das Scheitern vom Staatsvertrag, der im Jahr 2001 abgeschlossen worden ist. Und dann eben auch die einseitigen Verfügungen von Deutschland, die entsprechenden Restriktionen zufolge haben. Sie erinnern sich sicher noch, dass man 2008 beim Besuch von der Bundeskanzlerin Merkel in Bern oder in der Schweiz versucht hat, über Paketlösungen zu diskutieren. Das ist gescheitert. Man hat im Anschluss aber dann eine Lärmbelastungsanalyse miteinander ausgeschafft, die seit 2009 vorliegt. Beide Seiten haben aber in der Folge noch nicht deutliche Fortschritte erzielen können. Auf der deutschen Seite möchte ich in Erinnerung rufen, die Stuttgarter Erklärung, die Ende 2009 von sehr vielen Verantwortungsträgern im süddeutschen Raum unterschrieben worden ist und dort auch sehr radikale Forderungen aufgestellt worden sind, wie Limitierungen von den Überflügen und so weiter. Man muss auch sehen, dass Rechtsverfahren, die seitens der Schweiz angestrebt worden sind, bis jetzt nicht zum Erfolg geführt haben. Und wie gesagt, im letzten Jahr vor allem sind verschiedene Gerüchte im Umlauf gewesen, dass die einseitigen Verordnungen von Seiten von Deutschland könnten weiter verschärft werden. Man hat dann seitens der Schweiz auch mit der Klotner-Erklärung versucht, dass die Kantone zumindest auch wieder an die Sachlichkeit appelliert haben von den entsprechenden Vertragspartnern in Deutschland. Ein wichtiger Schritt, das war im Januar dieses Jahres, die Davoser-Erklärung,
die von der Bundesrätin Leuthard und dem Bundesverkehrsminister Ransauer in Davos unterschrieben worden ist. Dort hat es die wichtigsten Punkte aus unserer Sicht, dass man gesagt hat, man will den süddeutschen Raum entlasten von Flugbewegungen und zum anderen aber auch Bewegungen als Kriterium nehmen, nicht Lärm. Auf diesen Punkt komme ich dann noch zurück. Das war die Ausgangslage, wo man dann in die Verhandlungen eingestiegen ist, die von der Bund her geführt worden sind. Das ist wichtig. Der Kanton Zürich war zwar beteiligt, aber die Verhandlungen sind vom Bund geführt worden. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz Grundprinzipien und die wichtigsten Inhalte dieses Staatsvertrags erläutern. Wichtig ist der erste Punkt, dass zugunsten des süddeutschen Raums Festlegung von Sperrzeiten erfolgt und damit der Luftverkehr sollte zeitlich, aber nicht in Sachen Bewegungen beschränkt werden. Das heisst, der Staatsvertrag definiert Zeitfenster definieren und er hat keine Bewegungszahlen drin. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man einen Zeitaufschub hat für die Umsetzung von dem Staatsvertrag bis 2020. Das gibt Zeit, um allenfalls auch Infrastrukturmassnahmen in die Hand zu nehmen. Im Sinn von einer Vorableistung tut die Schweiz aber nach der Ratifikation eine Stunde an wichtigen längeres Zeitfenster zugestehen, wo die Anflüge nicht mehr über den süddeutschen Raum erfolgen. Das heisst, man tut ab dem 8. Uhr abends und nicht ab dem 9. Uhr, wie nach den heute geltenden Regelungen, nicht mehr von Norden her anfliegen. Der dritte Punkt, der uns sehr wichtig erscheint, ist die Rechtssicherheit. Der Vertrag hat eine feste Vertragslaufzeit, ist unbestimmt und ist frühestens im Jahr 2030 kündbar. Das vierte Grundprinzip, der Vertrag gibt keine konkreten Vorgaben, wie die ganzen An- und Abflugverfahren auf der Flughafen Kloten in der Schweiz zu regeln sind. Er gibt einen Rahmen, primär mit Zeitfenster, mit Höhen, aber nicht konkrete Hinweise auf einzelne An- oder Abflugverfahren. Was sind die wesentlichen Regelungen? Das kurz Revue passieren lassen, Sie kennen sie vermutlich bereits schon. Zulässig sind die Anflüge über deutsches Gebiet von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr. In Klammern sehen Sie die heutigen Zeiten, am Morgen also eine halbe Stunde länger, am Abend 3 Stunden kürzer. Am Wochenende und Feiertagen in Baden-Württemberg ist die zulässige Anflug von Norden her beschränkt auf die Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr. Es gibt auch Ausnahmegründe, das ist zum Beispiel schlechtes Wetter, Notmass, Notfälle und so weiter. Der zweite wichtige Punkt, insbesondere aus Sicht vom Kanton Zürich, ist, dass der geköpfte Nordanflug explizit im Vertrag erwähnt ist und möglich ist. Dann gibt es noch entsprechende Anpassungen bei den Mindestflughöhen über Deutschland während der Sperrzeiten. Die werden auf die Flugfläche 80 abgesenkt, das heisst von früher oder heute geltenden rund 3200 Meter über Grund auf rund 2000 Meter über Grund. Über die Übergangsfrist habe ich Sie bereits schon orientiert und was für uns auch wichtig erscheint, ist eben die Rechts- und, wenn man muss Infrastrukturausbauten vornehmen muss, auch die Investitionssicherheit, die der Vertrag beinhaltet. Ein wichtiger Punkt, den ich hier einmal festhalten will, es ist ein Rahmen. Der Rahmen umfasst aber, wie gesagt, keine konkreten Festlegungen, wie jetzt das Schweiz intern die An- und Abflüge geregelt werden sollten. Das ist Sache vom Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, wo ja demnächst ebenfalls die Regierung wird Stellung dazu nehmen. Und der zweite Punkt, der Staatsvertrag umfasst keine direkte Verpflichtung für Infrastrukturausbauten. Er schafft das Zeitfenster, das notwendig wird sie dafür, aber er beinhaltet die nicht explizit. Das wären meine Ausführungen zum Staatsvertrag. Ich gebe jetzt das Wort retour an Regierungsrat Ernst Stocker. Gut, besten Dank, Markus Traber. Sie können es ja vielleicht erahnen, der Regierungsrat hat sich bei der Beurteilung von diesem Staatsvertrag schwer getan. Oder man kann auch sagen, er hat es sich nicht leicht gemacht.
Wir haben uns verschiedene Mal mit dem Thema befasst, haben eine umfassende Diskussion geführt. Und als erstes möchte ich darauf eingehen, was der Flughafen für uns, Kanton Zürich, aber auch für die Schweiz für eine Bedeutung hat. Nachher käme ich auf den Staatsvertrag, die Bedeutung des Staatsvertrags zu reden und letztlich auf die Gesamtabwägung, die wir getroffen haben. Der Flughafen Zürich, und ich glaube, das bestreitet niemand, ist unseres. Das Zürcher Tor zur Welt, aber auch das Tor zur Welt oder eines der Tor zur Welt von unserem Land. Und wir als exportorientiertes Land brauchen einen guten Flughafen mit guten Verbindungen, die uns die Verbindungen zu den wichtigsten europäischen und außereuropäischen Destinationen garantieren. Ich glaube, gerade in einer Zeit, in der Schweizer Tourismus eine extrem schwierige Zeit durchmacht, ist auch das neben dem Exportbereich ganz ein wichtiger Faktor. Und gerade die aufstrebenden BRIC-Staaten, in denen heute Wachstumsmärkte stattfinden, Brasilien, Russland, Indien und China, meine Damen und Herren, Sie wissen es so gut wie ich, die liegen alle in Flugdistanz und der Erreichbarkeit zu diesen Märkten und diesen Destinationen, wenn wir aufrechterhalten. Neben all diesen Fragen rund um Kapazitäten, Komplexität und betrieblichen Umsetzungen geht es aber auch darum, und das möchte ich stark betonen, den Flugbetrieb so zu gestalten, dass er in diesem dicht besiedelten Gebiet auch für die Bevölkerung erträglich bleibt. Da hat der Regierungsrat immer grosses Gewicht drauf gelegt und er fordert es auch ein vom Bund und auch vom Flughafen. Herr Traber hat gesagt, wir haben jetzt Jahre von Unsicherheit hinter uns gehabt und wir wetten und wir müssen sicherstellen, dass der Betrieb von diesem Flughafen kann gewährleistet werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir vom russländischen Gericht mit dieser Durchführungsverordnung, der DVO, eigentlich auf allen Seiten verloren haben. Und darum wollen wir wieder eine verträgliche Grundlage, die uns Rechtssicherheit, aber auch Investitionssicherheit gibt. Der Vertrag, der macht das. Wir sind uns bewusst, dass die Sperrzeiten und die Ausweitung von diesen Sperrzeiten am Abend einen sehr hohen Preis ist, wo insbesondere die Zürcher Bevölkerung zahlen muss. Sie haben es ja gehört, die Lärmmessung, die wir gemacht haben, hat eigentlich immer gezeigt, dass der Kanton Zürich betroffen ist und die anderen nicht. Aber wir sehen es bei den Diskussionen, die heute laufen, dass halt Fluglärm ein Thema ist, das man eigentlich mit Lärmmessungen allein nicht bewältigen kann. Und darum ist man jetzt auch auf die Zeitfenster gekommen. Und die Zeitfenster, die haben sich ja eigentlich auch bewährt und verheben auch rechtlich. Das sieht man aus der Verordnung DVO aus 2003. Und nicht darum herum kommen wir einfach um die Tatsache herum, dass der Anflugbereich, der auf dem Flughafen Zürich-Kloten von Norden her sehr stark durch deutsches Hoheitsgebiet führt, durch deutschen Luftraum und damit von Deutschland bestimmt wird, soweit es nicht internationales Recht betrifft. Was kommen wir über? Ich habe es gesagt, der Flughafen kommt Rahmenbedingungen über, dass wir auch die volkswirtschaftlichen Aufgaben in Zukunft können wahrnehmen. Wir kommen die Möglichkeit über,
dass wir die grenznahen oder gekröpften Nord- oder Ostanflüge kann einführen, dass er ermöglicht den Vertrag ausdrücklich. Und das könnte allenfalls einmal zu einer gewissen Entlastung, wenn das technisch möglich wird, für das dicht besiedelte Gebiet vom Kanton Zürich führen. Aber wir haben immer gesagt, das kann erst, wenn die technischen Möglichkeiten und im Rahmen von 2020 dann erfolgen. Dass die Verlagerung von diesen Flügen in die Schweiz schwerwiegend ist, das habe ich auch gesagt. Aber wir wissen auch, dass wir allenfalls uns, wenn der Vertrag nicht kommt, uns noch einer stärkeren Beschränkung aussetzen, wo die Bevölkerung noch mehr treffen würde. Wir haben ja die schmerzliche Erfahrung mit der DVO 2003 gemacht. Darum kommt der Regierungsrat zum Schluss in einer Gesamtabwägung. Der Vertrag macht keine Freude, aber er ist ein Vertrag, der am Flughafen Zürich ein Kleid gibt, dass er seine Aufgabe wahrnehmen kann. Und wir sehen leider keine bessere oder alternative Lösung, die es zu diesem Staatsvertrag gäbe. Und darum ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass sie ohne grosse Begeisterung dem Staatsvertrag zustimmt und sich so lässt beim Bund oben vernehmen lässt. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt wäre die Möglichkeit da für Fragen. All sprachlos von dem Entscheid anscheinend. Die Sperrzeiten, die ausgeweitet werden. Weiss man, wie viel mehr Flugbewegungen das für die Schweiz würde heissen? Hat man da schon Zahlen? Also genaue Zahlen wird es erst geben, wenn der Asylprozess und alles abgeschlossen ist. Aber man rechnet eigentlich so Handgelenk mal Pi, sage ich jetzt mal, dass die Stunde vor Verschiebung, wo man ja nach Ratifikation vom Vertrag erreichen würde, gibt es eine Verschiebung von circa, ich betone es, circa 5'000 Bewegungen mehr in der Schweiz. Es kommt ja dann auch immer noch ein bisschen darauf an, wie stark oder wie intensiv das der Betrieb in so einer Stunde ist. Jetzt hat man ja da können lesen die ganze Zeit, dass in Deutschland der auch schon sehr auf wackeligen Beinen steht. Sie haben jetzt heute Ihre Stellungnahme abgenommen. Was würden Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu dem Staatsvertrag wird kommen? Also wenn ich jetzt aus Schweizer Sicht kann ich es noch ein bisschen mehr beurteilen. Ich denke, aus Schweizer Sicht würde ich jetzt einmal die Einschätzung abgeben, dass aufgrund von wirtschaftlichen Interessen oder auch Tourismus, wenn ich gesagt habe, dass doch das Bundesparlament zu einer positiven Stehhaltung zum Staatsvertrag kommt. In Deutschland ist es schwierig zum Abschätzen. Wir hören jetzt unsere lieben Nachbarn von Südbaden, die intensiv jetzt Druck machen gegen den Vertrag. Das ist jetzt erst in kurzer Zeit, weil im September, wo der Herr Kretschmann da war, hat man das noch nicht so gehört. Man hat gesagt, man will eine Lösung und die sei mit dem Staatsvertrag dran. Da hat es jetzt eine Änderung gegeben. Aber ob das dann in Gesamtdeutschland auch so mitgetragen wird, die Südbadener Interessen, das kann ich zu wenig beurteilen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja auch noch andere Regionen, die Flughäfen haben. Und ob dann die wollen, dass da sehr restriktiv gefahren wird, da bin ich mir nicht sicher. Aber eins muss ich überall hinstellen. In Deutschland herrscht Wahlkampf, das wissen Sie auch. Und von dem her sind die Schätzungen sehr schwierig. Minor.
Ich habe noch Fragen zu Ihrer Einschätzung, was das schweizerische Parlament betrifft. Gerade Ihre Partei ist ja sehr skeptisch gegenüber dem Staatsvertrag. Wie werden Sie die SVP überzeugen? Ja, sie hat mich noch nicht gefragt, aber ich bin auch überrascht, dass jetzt nicht nur meine Partei betreffend, sondern eigentlich, dass alle Fraktionen schon beschlossen haben, bevor sie eigentlich die Haltung von allen Kantonen kennen und das ganze Verfahren eigentlich läuft. Aber ich bin jetzt zuversichtlich, also es ist meine Einschätzung, weil ich glaube, es gibt einen Haufen Vertreterinnen und Vertreter in diesem Land, die wollen, dass das Tor zur Welt, dass das offen bleibt, gerade in einer Zeit, wie sie jetzt ist. Und man hat ja gestern auch im Kantonsrat gesagt, die Regierung hätte zum Beispiel die wirtschaftlichen Interessen vom Kanton Zürich zu wenig gut vertreten. Und ich glaube einfach, dass in Bern etwa die auch ein bisschen zum Leidwesen. Wir haben ja auch mal ein bisschen Angst gehabt, der Bund will da markant Einfluss nehmen auf den Flughafen und will ja auch am Zürcher Volk das Recht absprechen über Paragraph 19 da. Seine Interessen können zu wahren, das bewahrheitet sich jetzt nicht so, aber ich glaube, beim Staatsvertrag kann doch die politische Seite sagen, wir wollen den Flughafen, der ist uns wichtig. Und aus diesem Aspekt heraus glaube ich eigentlich, dass eine Mehrheit nach allen Abwägungen wird dazu kommen, dass sie sagt, der Vertrag macht keine Freude, aber mangels Alternativen, genau wie wir aus Zürcher Regierungssicht das sehen, kommen wir zu dem Schluss, dass man wahrscheinlich gescheiter zustimmt. Was dann passiert, wenn die Deutschen würden ablehnen und wir zustimmen, das wissen wir auch nicht genau. Aber ich würde jetzt mal behaupten, unsere Position würde es nicht verschlechtern. Ja gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann können wir nachher im kleinen Kreis noch beim Kaffee noch diskutieren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und lese morgen gespannt Medien. Danke.